Der neue Hoffnungsträger der LA Lakers, LeBron James, zählt zu den größten Stars seines Sports. Er führte sowohl die Miami Heat als auch die Cleveland Cavaliers zu NBA-Titeln, nun soll er der wohl traditionsreichsten Franchise zu altem Glanz verhelfen. Die Geschichte der Lakers begann in Minnesota. 1947 übernahmen die Minneapolis Lakers die Lizenz von den Detroit Games. 2 Jahre später waren sie Champion. Zwischen 1949 und 1954 feierten die Lakers 5 von 6 möglichen Titeln, vor allem dank ihres damaligen Superstars George Mikan, Mitte, Nummer 99. Der 2,08 Meter große Center der Lakers wurde 1959 in die Hall of Fame aufgenommen. In den späten 50er Jahren gerieten die Lakers zunehmend in finanzielle Probleme, 1960 folgte schließlich der Umzug nach Los Angeles. Jerry West, Foto, kam im selben Jahr zu den Lakers. Mr. Clutch führte das Team 12 Jahre später zum nächsten Titel, auch als Coach wirkte West in L.A. 1976 bis 1979, die überaus erfolgreichen 80er Jahre der Lakers, gestaltete er zudem als Generalmanager mit. Wests Trikot mit der Nummer 44 wird nicht mehr vergeben. West gewann als Spieler zwar nur einen einzigen Titel mit den Lakers, führte das Team aber insgesamt 9-mal in die Finalserie. 6-mal unterlagen die Kalifornier den Boston Celtics, 2-mal gegen die New York Knicks, so auch 1970. Die Knicks setzten sich in 7 Spielen durch. Das Foto zeigt eine Szene aus Spiel 1. 2 NBA-Legenden im Duell, Will Chamberlain, er schloss sich 1968 den Lakers an, im Finale triumphierten aber erneut die Celtics von Bill Russell. Boston gewann das entscheidende 7. Spiel in Los Angeles 108-106. Es war Russells letztes Spiel, danach beendete er seine Karriere. Er war einer der besten Basketballer, die je in der NBA spielten. Chamberlain hatte zudem ein formidables Gefühl für Mode und Design. Ein weiterer Hall of Famer der Lakers, Gail Goodrich, gehörte zum Meisterteam des Jahres 1972. Auch seine Rückennummer 25 wird seit 1996 in Los Angeles nicht mehr vergeben. Die nächste Ära, der nächste Superstar, Kareem Abdul-Jabbar, prägte das Spiel der Lakers für knapp 1,5 Jahrzehnte. 1975 kam Abdul-Jabbar aus Milwaukee, in den 80er Jahren gewann er 5-mal den NBA-Titel mit den Lakers. Abdul-Jabbars 38.387 Punkte bedeuten bis heute NBA-Rekord. Sein Markenzeichen war der sogenannte Skyhook, doch auch den Dunking beherrschte er natürlich. In der zweiten Hälfte der 80er Jahre ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Teams, Small Forward James Worthy feierte in L.A. 3 Meisterschaften, 1985, 1987 und 1988. Seine Nervenstärke in knappen Spielen brachte Worthy den Spitznamen Big Game James ein. Nach einer Augenverletzung im Jahr 1985 spielte er mit einer Schutzbrille. Die Erfolgsgeschichte der 1980er Lakers lässt sich nicht erzählen, ohne den Namen Irvin Magic Johnson zu nennen. Gleich in seiner Rookie-Saison gewann er mit Los Angeles den Titel und wurde sogar zum MVP der Finalserie gekürt. Das Foto zeigt Johnson, Nummer 32, im Duell mit Celtics-Star Larry Bird, 33. Siegesparade in L.A. Irvin Magic Johnson, Mitte, mit erhobenen Armen, lässt sich nach der gewonnenen Finalserie feiern. Die Lakers setzten sich 4:2 gegen die Philadelphia 76 erst durch. Titel Nummer 2 für die Showtime Lakers, Johnson jubelt am 8. Juni 1982 nach dem 114:104 im sechsten Spiel gegen die Philadelphia 76 erst.
gemeinsames Posieren vor einem Pontiac der NBA-Titel 1982 war bereits der zweite für Johnson, erneut als MVP der Finalserie. Für Pat Riley war es dagegen die Premiere, zumindest als Head Coach. 1980 war Riley noch Assistenztrainer der Lakers gewesen. Die Ära Bryant und O'Neal, 1996 wurden sowohl Kobe Bryant als auch Shaquille O'Neal von den Los Angeles Lakers verpflichtet. In den Jahren 2000, 2001 und 2002 gewannen sie gemeinsam dreimal in Folge die Meisterschaft. 2,16 Meter groß, 147 Kilogramm schwer, gegen Center Shaquille O'Neal fanden weder die Indiana Pacers 2000 noch die Philadelphia 76ers 2001 oder die New Jersey Nets 2002 ein Mittel. In allen drei Finalserien wurde O'Neal zum MVP gewählt. O'Neal zog es 2004 weiter nach Miami, Bryant spielte bis zu seinem Karriereende 2016 ausschließlich für die Lakers. 2009 und 2010 führte er das Team aus LA zu den beiden bislang letzten NBA-Titeln.